So, die Jungs schreiben fleißig und wir sind in der nächsten Folge mit der Tentakel-WG in Sims 4. Teji ist zur Arbeit gefahren. Teji hat eben Summer Holiday einen Antrag gemacht, den sie nun beim zweiten Versuch auch angenommen hat. Teji ist sehr glücklich. Summer Holiday ist auch glücklich. Wir haben ihr drittes Merkmal herausgefunden und zwar ist sie gesellig. Das passt hier eigentlich ganz gut rein, finde ich. Und ja. Während die Jungs ihre Bücher schreiben, da sie nämlich jetzt die nächsten 2 Tage frei haben und dementsprechend auch zu Hause ein bisschen Geld verdienen sollten. Was ist mit dir denn los? Du bist müde? Dann leg dich schlafen. Die Jungs haben 2 Tage frei und dementsprechend sollten sie in der Zeit ein bisschen zu Hause arbeiten, weil die freien Tage in die Sims natürlich nicht bezahlt werden. Wie geht's ihm denn? Er muss auf Toilette. Ich würde fast sagen, das lassen wir ihn jetzt erstmal machen. Und danach schicken wir ihn mal in die Bibliothek. Wir versuchen das mit dem Buch in der Bibliothek lesen nochmal. Wir haben das zwar schon gemacht, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Probieren wir es einfach nochmal. Und vielleicht geht es dann ja, keine Ahnung. Vielleicht solltest du erstmal noch was essen, bevor du in der Bibliothek noch Hunger hast. Ist erstmal noch was. Die Fischtacos sind ja ganz gut gewesen. Okay, und dann reisen wir in die Bibliothek. Wir versuchen das Ganze jetzt nochmal. Es kann ja nicht sein, dass es nicht funktioniert. Wir reisen alleine. Und bald müssen wir auch die Hochzeit ausrichten, nicht wahr? Die Hochzeit zwischen Sigi und Summer Holiday. Sigi, was sag ich denn da? Zwischen Teji und Summer Holiday. Ob sie dann Summer Nashi heißt? Das wäre lustig. Ich weiß nicht, übernehmen die den Nachnamen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die behalten generell ihren Namen. So. Tütz. Neuer Versuch, neues Glück. Ah, guck mal, wer da ist. Etwas lesen. Probieren wir das. Gärtnerband 1. Liest du den Gärtnerband 1? Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. So. Ich habe jetzt mal wieder auf Vorspulen gespult, Vorspulen gestellt. So. Und, guck mal in den Belohnungsstore. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben 430 Punkte, Flirttrank. Also für wirklich geile Sachen kann man dafür auch nicht holen, ne? Braucht man schon mehr Punkte. Seltener zur Toilette. Niedrige Rechnung. Beziehungen. Fruchtbar. Guter Küsser. Okay. Niemals erschöpft, brauche nicht zu schlafen. Das ist wahrscheinlich das Praktischste, wenn man dann so viel Zeit hat. Das ist so Instant-Kaffee, chronischer Instant-Kaffee in den Adern. So, jetzt schauen wir mal, wie weit ist er mit dem Buch? Oder liest er einfach nur? Ach so, er liest einfach nur so. Vielleicht sollte ich ein Buch lesen. Ja, vielleicht sollte ich so ein Buch lesen, also ein Buch, was man auch tatsächlich fertig lesen kann. Tiri ist schon wieder zu Hause. Oh, es ist doch schon 23 Uhr. Du liest dein Buch jetzt noch durch. Wir müssen das jetzt unbedingt irgendwie schaffen. Chaka, du schaffst das. So. Und? Es hat nicht funktioniert. Was soll das denn? Das kann doch nicht sein. Ich glaube, das muss ich bei Zeiten dann irgendwie mal rausfinden. Laden wir ihn mal nach Hause ein. Ich weiß nicht, ob es nicht schon ein bisschen spät ist.
Aber wir laden ihn jetzt einfach mal ein. Schauen wir mal. Okay. Ach, er ist mitgekommen, ist doch gut. Kann ja mit reinkommen. Tütz könnte ja wieder was kochen. Nee, nicht öffnen. Ich mache das immer falsch. Kochen. Tomate, Zwiebel. Specksalat, Tomatensandwich. Das hatte ja Dings letztens versucht. Machen wir mal eine Partygröße und hoffen, dass wir die gut machen. So. Kennt ihr euch eigentlich schon? Spinee? Ja. Holger Beret? Oh, Yabahorn! Floyd! Haudaba Boondle! TG liegt im falschen Bett. Mal wieder. Sorry, Gria. So. Bitte macht das Essen ausgezeichnet. So. Perfekt. Und Siki, hast du Hunger? Nicht wirklich. Aber nimm dir trotzdem eins. Ja, Fruz. Dann essen jetzt alle mal kurz was. Oh, ist das schon wohl, was denn los? Ach, du bist müde. Da TG in deinem Bett schläft, musst du dich in Sigis Bett legen. Er geht da in den Rechner, macht Dinge. Er spielt was. Musst du noch irgendwas machen? Drei Bücher schreiben. Der aufrechte Schlaf. Schreib das mal weiter. Ach, 8 Stunden noch. Okay. Bis dahin ist Tiju wieder wach und kann dann auch was essen. Und Schreibfähigkeit, die nächste Stufe. Level 6. So, der Elvenzocker Hans ist gegangen. Was ist denn los? Liebt die Natur. Oh. Ja. Schreib erstmal weiter. Du musst auch auf Toilette, ne? Dann geh mal. Na, schauen wir mal, wie lange du es noch aushältst mit deinem Buch. So, Buch ist fertig. Wenn du mit der Toilette fertig bist, dann kannst du das Buch auch mal verkaufen an den Verlag. TG nimmt sich mal ein Gericht. Das hat der Tütz gemacht und es ist furchtbar lecker. Alle fanden es super. So. Du musst für deinen Job nichts mehr machen. Du wirst wahrscheinlich das nächste Mal befördert werden. Aber wir schicken dich jetzt wieder ins Fitnessstudio. Denn das ist deine Tagesaufgabe. Mit deiner Verlobten geht's ins Fitnessstudio. Ihr habt so eine Beziehung, ihr trefft euch morgens noch vor 7 Uhr im Fitnessstudio. Tiju, ich weiß nicht, ich glaube, langsam entwickelt sich dein Charakter so ein bisschen von dir weg. Kann es sein? Du bist nicht mehr unfreundlich zu den Leuten. Okay, du provozierst noch ein bisschen im Internet, aber das ist irgendwie... Diese Frau verändert dich. Outfit ändern. Sportkleidung. Tiju, diese Frau verändert dich. Sie kommt mit.
können sie zusammen trainieren. Oder sie möchte lieber boxen gehen? Sie möchte lieber tanzen. Dann trainierst du jetzt ein bisschen. Ich behalte mal deine Hygiene und alles im Auge. Guck mal, sie trainiert mit dir. Guck mal, macht doch gleich viel mehr Spaß. Bist du fertig? Nee, zu 50% bist du erst fertig. Mit ihr zusammen trainieren, an die Grenzen gehen. Geht an eure Grenzen. Ja. Sehr schön. Oh, du solltest jetzt mal duschen gehen. Du bist unglaublich an deine Grenzen gegangen. Man sieht es schon an den kleinen Wölkchen um dich herum. Du solltest jetzt unter die Dusche gehen. Ja. Hier oben sind doch Duschen. Benutz sie doch. Er ist sehr glücklich. Wegen Verlobung, wegen gutem Training, wegen schön dekoriert und wegen lecker gegessen. Ist ein Tag heute, was? Sehr schön. Tagesaufgabe fertig? Abgeschlossen. Ist dein Frauchen noch da? Ja. Du kannst mit ihr noch ein bisschen trainieren. Freut sie sich, wenn du mit ihr zusammen trainierst. Bist du sogar sehr glücklich, Mensch. Okay, Energie, Hunger, du musst gleich definitiv nach Hause. Machen wir das jetzt. Du kannst sie ja mitnehmen. Du kannst sie mit nach Hause nehmen. Dann, kannst du ihr was Schönes zu essen machen. Oder das Essen ist sogar noch da. Die Tacos, das war ja so eine Familienpackung. Ich hoffe, die sind nicht schlecht geworden. Müssen wir mal schauen. Die waren nämlich ausgezeichnet. Das wäre jetzt schade, wenn die schlecht wären. So. So. Ach, guck mal. Zum Essen rufen. Was ist mit den anderen beiden? Müssen die arbeiten? Nein. Nein. Nein, okay. Heute muss keiner arbeiten. Oh, Lasna! TG und Summer müffeln? Nee, nur Summer müffelt. Keiner möchte bei ihr sitzen. Karenzi. Smentina. Droba. Nein, TG, das solltest du nicht machen. Du solltest nicht ihre Techteln-Mechtel-Techniken kritisieren. Mehr Auswahl. Geht sie jetzt duschen? Ich glaube, sie wäre gerne duschen gegangen, aber sie kann nicht aus irgendeinem Grund. Oh, sie geht jetzt.
Dibowis parasharosima. Oh. Komm rein. Rasha par baleum. Kanjibjoy. Flari griha. Ich bin auch zu Besuch. Zombo Yelps. Was ist denn los? Also TG. Mehr Auswahl. Frag sie mal, ob sie mit dir... Oh, du bist müde. Sie muffelt. Vielleicht ein bisschen eklig, aber... Dann hat sie wenigstens einen Grund, wirklich duschen zu gehen. Oh Gott. Das wird der beste mittelmäßige Sex eures Lebens. Ich lass euch mal... So, Tütz. Du hast deine Tagesaufgabe schon abgeschlossen. Musst du hier noch irgendwie Bücher schreiben? Du musst nur noch dieses Bibliothekending machen, aber es funktioniert einfach nicht. Dann schreib dir mal der Hobbit weiter. Er schläft. Oh oh. Tiji, hast du es gehört? Tiji. Tiji, hast du das gehört? Ich glaube... Euer mittelmäßiger Sex war... folgenreich. Tiji! Kannst du nicht aufpassen? Oh je. Tja, also... Tja, was soll ich dazu sagen? Oh Mann. Tiji. Tiji. Ja, Tiji, jetzt musst du sie heiraten. Geht nicht anders. Sie hat Spaß, Tiji. Du hast... Reparier das mal. Tiji. Du hast aus Summer Holiday Schwanger Holiday gemacht. Okay, Tiji. Ich denke, das Lesezimmer ist dann... Ihr solltet heiraten, bevor sie einen Bauch bekommt, sonst passt sie nicht mehr ins Kleid. Das ist ja hoffentlich klar. Okay, Tiji, ich würde sagen, in der nächsten Folge wird dann aus Summer Holiday Mama Holiday. Nein, Frau Nashi. Auf Wiedersehen. Ja gut, da müssen wir jetzt halt mit leben. Tiji. Du vergrößerst den Haushalt schneller, als ich dachte. So. Sigi, wir können uns ja mal unterhalten. Oh, wir kennen uns noch gar nicht. Olaba. Hi, Sigi. Yarba. Yip, 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 sagu, sagu, Hogan. Ja. Yip, 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 sagu, sagu, das hat der... Ja, das hat der Tiji mit der Summer gemacht. Dirty sloof. Vula epni. Susu. Kum jay. Snubara, Dub Natimfi. Was ist jetzt hier eigentlich so eine Autorengruppe, ne? Chinosa, Lansif Zarde, Spabim Abalo? Grau. Und jetzt hat sein Buch fertig geschrieben. Cool.
Dann bring es doch mal zum Verlag. Der Hobbit. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass T.G. Summer geschwängert hat. Also es gibt ja bei die Sims gibt es ja eine prozentuale Chance, dass, wenn man nicht auf Babymachen geht, also nur auf normales Techtelmechtel, dass, ja, halt eben auch sie schwanger werden kann. Und das ist wohl eingetreten. So. Dann schwärme mal von deiner Tour. Du musst noch ein Buch schreiben, ne? Nulitz Bagorbene, Bajarful Masplimba, Yabo, Watanini, Chof Bikapa. Ihr unterhaltet euch über Schmetterlinge. Ich glaube, ihr befreundet euch schnell. Subi Wib. Rar. Sarpava Yonis. Una Burr. Freundlich. Ibis. Damsa. Gelba. Maza. Panel Barange, ha? Oh, geht sie jetzt schon wieder? Okay, tschüss. Dann geh du mal raus in die Natur. Denn das war ja dein Problem eben. Schau dir mal den Baum an. Bäume angucken ist immer ganz gut. Oh Gott, ich habe noch nie eine Hochzeit ausgerichtet. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Mal Teji. Wirklich, Teji. So ein schöner Baum. Schau ihn dir an. Ein hübscher Baum. So, was kannst du denn noch Schönes machen? Kannst du hier irgendwas mitnehmen? Abernten? Was haben wir denn da? Löwenmäulchen? Glockenblume? Was machst du? Gehst wieder zurück? Oh gut. Ach, Teji. Teji, als ich gesagt habe, dass du erst dann Spielzeug bekommst, wenn ein Baby da ist, hieß es nicht, Baby machen. Ernsthaft, das meinte ich wirklich so. So, er geht jetzt mal auf Toilette. Ja, dann geh. Ich halte dich nicht davon ab. Miox. Grands. Grands. Bosa Schunig. Was ist denn da los? So, müsste es mal wischen. Dann wisch mal. So. Ach, Teji. Teji, du bringst hier dieses Let's Play in eine Richtung, dass du mir quasi die Leitung aus der Hand nimmst. Die Leitung dessen, was ich eigentlich mit dir geplant habe, aber gut. So, wir haben auch schon wieder 3000. Ich würde sagen, Teji in der nächsten Folge ist dann wohl die Frau Summer Holiday fällig. Dann wird geheiratet, dann werden wir ein Großereignis planen, du und sie, und ihr werdet wunderschöne Kinder bekommen. Ich sage das ohne einer gewissen Ironie. Okay, ich mache jetzt den großen Fehler. Und lasse sie wieder an den Herd. Es ist zweimal schief gegangen. Das dritte Mal kann es ja nur gut gehen. Ja. Wie man sieht. Es gab Gründe, warum ich ihn nie hab kochen lassen. Oh. Es hat funktioniert.
Und das Essen ist sogar ausgezeichnet. Meine Güte, was ist da passiert? Ich würde sagen, mit diesen schockierenden Nachrichten beenden wir das Let's Play heute. Und ja, wie es mit Teji und mit Summer weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Denn dann wird geheiratet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!